Der 9. Juli 1954 wird im Gedächtnis der Deutschen im Gebiet der Flüsse Donau, Isar, Inn, Elbe, Weiße Elster, Pleiße und Mulde auf viele Jahre hinaus mit der Erinnerung an eine der größten Hochwasserkatastrophen verbunden sein, die ganz Deutschland betroffen hatte. Der normale Pegelstand an der Bierbrücke beträgt 70 cm. Am 10. Juli aber stieg er von 2,75 Meter auf 6 Meter. Sofort nach Eintreten des Hochwassers in Zwickau trat auf Initiative der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Zusammenwirken mit der Volkspolizei und den Organen des Staatsapparates die Katastropheneinsatzkommission in Aktion. Der 10. Juli 1954. Tausende Menschen standen Tag und Nacht im Kampf gegen die Naturgewalten. Es galt, Menschenleben und wertvolles Volksgut vor der Vernichtung zu retten. Die Wassermassen drangen in die Innenstadt von Zwickau ein und erreichten in innerhalb 90 Minuten einen Höchststand von 1,5 Meter. Es galt vor allem Kleinkinder und alte Leute und Kranke in Sicherheit zu bringen. Die Kampfgruppen der volkseigenen Betriebe haben bei dieser Aktion Vorbildliches geleistet. Die Bootsmannschaft der Gesellschaft für Sport und Technik bestand in diesen Tagen ihre Bewährungsprobe. Wie stark die Volkspolizei mit der werktätigen Bevölkerung verbunden ist, zeigte sich in diesen Tagen der Katastrophe, indem sie überall dort eingriff, wo Hilfe notwendig war. Es hätte nicht viel gefehlt und die Zwickauer Innenstadt wäre erneut Opfer einer Katastrophe wie 1954 geworden. Viele ältere Mitbürger werden sich mit Grauen an dieses Geschehen erinnern. Nachdem seit Sonntag vergangener Woche die Niederschläge nicht nachließen, schwoll die sonst so friedliche Mulde gewaltig in ihrer Breite an. Chronologisch haben wir die immer schwieriger werdende Situation in unserem Beitrag aufbereitet. Montag, der 12. August, 8 Uhr. Es regnet ununterbrochen, der Pegel der Mulde beträgt 2,50 Meter. Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz ruft die Hochwasseralarmstufe 1 aus. Ein weiterer Anstieg des Pegels wird prognostiziert. Die Bürger, die ihre Grundstücke in Ufernähe haben, werden gebeten, diese ständig auf Schäden zu kontrollieren und so weit wie möglich ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Erste Schwerpunkte von Feuerwehreinsätzen sind die Bereiche in Pöhlau und Grossen. Gegen 10 Uhr nimmt der Krisenstab der Stadt Zwickau seine Arbeit auf. Die Mulde hat mittlerweile einen Stand von 3,26 Meter erreicht und steigt weiter. Deichwachen untersuchen die Festigkeit der Dämme. Beunruhigt schauen die Hochwassertouristen auf den reißenden Strom. An der Glückaufbrücke brach ein Baugerüst, das Gerüst an der Paradiesbrücke ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen hat. Wie das Meteorologische Wetteramt gegen 10.30 Uhr mitteilt, ist kein Nachlassen des Regens in Sicht. Der Pegel der Mulde ist erneut gestiegen. 11 Uhr beträgt dieser 3,49 Meter. Mittlerweile gilt Hochwasseralarmstufe 2. Insgesamt sind neben den Berufsfeuerwehren derzeit 14 freiwillige Wehren im Einsatz, um die Dämme zu sichern. In Grossen hat die Mulde das Land fest im Griff. Ein erstes Haus wird ausgepumpt. Der angrenzende Damm, der erst kürzlich erneuert wurde, macht einen sehr durchweichten Eindruck, sodass auch wir gebeten werden, den Deich nicht zu betreten. Aber auch aus dieser Kameraperspektive lässt sich die immer bedrohlicher werdende Situation erahnen. 13 Uhr. Der Pegel steigt weiter und liegt bei 3,90 Meter. Die momentane Regenmenge liegt bei 40 Litern pro Quadratmeter. An der Paradiesbrücke muss ein Loch mit 200 Tonnen Sand verfüllt werden, auch zum Schutz des Widerlagers der in der Rekonstruktion befindlichen Brücke. Der Verkehr auf der B93 kommt immer wieder ins Stocken. Meldungen, wonach der Pegel 4,25 Meter beträgt, bestätigen sich.
Es gilt Hochwasserstufe 4, die höchste, die es gibt. Unzählige Helfer sind an der Glückaufbrücke im Einsatz, um den Damm zu sichern. Sandsäcke werden herangeschleppt. In Pölbitz ist die Lage am angespanntesten. In der Nähe der Pölbitzer Brücke wird ständig der Pegel elektronisch gemessen. Strohballen, Holzstämme und anderer Unrat werden von den Fluten nordwärts weggetragen. So gigantisch der Anblick des reißenden Wassers auch sein mag, er flößt Angst ein. In den Nachtstunden vom 12. August zum 13. wächst der Pegel der Mulde weiter und steht bei 4,44 Meter. Erschwerend kommt hinzu, dass der Moritzbach mit seinem Nass in Pölbitz in die Mulde fließt und zusätzliches Wasser mit sich bringt. Den Anwohnern in der Pölbitzer Straße steht das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Ein Befahren der Pölbitzer Brücke ist nicht mehr möglich. Deshalb gelangen wir nur über Umwegen auf die andere Seite der Brücke. Auch hier bietet sich ein Bild des Schreckens. Mit Schlauchbooten werden die Anwohner der Häuser am Brückenplatz evakuiert und das Wasser hat bereits die Keller geflutet. Wir fahren wieder zurück zur Glückaufbrücke. Wie sich doch die Bilder gleichen. Angehörige der Feuerwehren und Helfer aus der Bevölkerung stapeln Sandsäcke, um den Damm zu stabilisieren. Wir bleiben auch weiterhin im ständigen Kontakt mit dem Krisenstab. Ausgezeichnet die Informationen von Angelika Michaelis. Wohlwissend aber, wie dramatisch die Lage ist. 1.15 Uhr. Wir senden einen aktuellen Bericht von den Nachtaufnahmen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir melden uns live jetzt von der Edel- und Julius-Rosenberg-Brücke hier fast in Pölbitz. Und die Lage der Zwickauer Mulde, sie nimmt doch dramatische Ausmaße an. Wie das Lagezentrum der Krisenstab der Stadt Zwickau bekannt gegeben hat, beträgt der Pegel jetzt mittlerweile fast schon 5 Meter. Und es sind eigentlich nur noch wenige Zentimeter, bis die Mulde über die Ufer treten wird. Im Stadtteil Pölbitz, genauer gesagt in der Region des 04-Bades und der Brückenstraße, da herrscht schon wirklich wahres Land unter. Und wir werden uns natürlich auch für Sie dort umschauen. Und wie der Krisenstab weiterhin mitteilt, hat also die Polizei am Parkplatz des Aldi-Marktes gegenüber dem Achat-Hotel eine mobile Polizeiwache aufgestellt. Und diese bittet natürlich auch nochmal die Anwohner darum, sich aus diesem Gebiet unbedingt fernzuhalten. Vor allem die Schaulustigen, die doch mittlerweile die immer noch sehr stark unterwegs sind und die Arbeiten der Hilfskräfte doch mehr behindern, als diese zu unterstützen. Dienstag, 13. August, 7 Uhr. Der Pegel steht bei 4,75 Meter. Die Höchstmarke ist fast erreicht. Die Talsperre Eibenstock ist voll. Der natürliche Überlauf hat eingesetzt, so die Information der Talsperrenverwaltung. Unser Drehtag beginnt mit Bildern in Schönau. Auch hier hat der langanhaltende Regen den sonst so friedlichen Dorfbach in ein fließendes Ungeheuer verwandelt und reißt in den Fluten alles mit, was im Weg liegt. So wie Willi Schröder beginnen die Menschen bereits mit den Aufräumarbeiten. Wege werden vom Schlamm gesäubert, Keller ausgepumpt. Der Anblick der Straße ist verheerend. Die sowieso schon baufällige Straße hat weiteren Schaden genommen. Der wenige Bitumen ist fast völlig weggespült. Menschen stehen ratlos da und diskutieren über das Ausmaß der Schäden. Auf der anderen Seite scheint es noch schlimmer zu sein. Der Dorfbach und die Zwickauer Mulde haben die Gärten, den Hunde sowie den Fußballplatz total geflutet. Das Gewerbegebiet ist nicht mehr erreichbar. Der Weizen auf den Feldern scheint zu verderben. Ein weiterer Schauplatz der Verwüstungen ist die neue Talstraße in Schneeberg, die erst vor kurzem neu gebaut wurde. Während der Arbeiten wurde dabei ein kleiner Bach in seinem Lauf verändert und höher gelegt. Durch die Wassermassen aus dem Gebirge ist dieser jedoch gebrochen und hat alles überflutet. Die Straße ist stellenweise abgesackt. Auf der Fahrt von Schneeberg nach Wilkerhaslau machen wir uns ein Bild von der Situation im Bereich der B93, kurz vor der Autobahnbrücke. Auch hier gibt es Parallelen von den anderen Schauplätzen. Die Häuser stehen unter Wasser, die Menschen versuchen über Leitern ihre Wohnungen zu verlassen. Gärten lassen sich nur noch erahnen, überall ein Bild des Grauens. Kurz nach dem Bogenstein, weiter in Richtung Wilkerhaslau, ist Schluss. Hier ist die Fahrbahn noch komplett überflutet. Ein verirrtes Fischlein sucht seinen Weg zurück in tiefere Gewässer. Es riecht nach Benzin und Diesel. Ein mörderischer Gestank kommt auch vom Wasser. Nach Rückfragen mit der nahegelegenen Tankstelle kommt der Kraftstoff jedoch nicht von dieser.
In einem Gespräch mit dem Einsatzleiter Tino Knöfel erläutert er die Situation, die schwierige, an der Glückaufbrücke. Der momentane Sicherungsstand ist so, dass alle verfügbaren Einsatzkräfte sind ca. 45 Einsatzkräfte von mehreren Freiwilligen Feuerwehren, einschließlich Berufsfeuerwehr, hier vor Ort sind. Die Maßnahmen gegenwärtig belaufen sich hier, dass das Ufer nach wie vor gesichert wird, weil wir doch an verschiedenen Stellen leichte Unterspülung haben. Und gegen 13 Uhr wird ja noch einmal das Ablassen der Eibenstocker Talsperre vorgesehen, sodass wir hier alle Vorbereitungen getroffen haben, um dem Ereignis sozusagen auch stand zu sein. Der Krisenstab der Stadt Zwickau ist der Meinung, dass wo hier diese eine etwas der löcherigen Stellen ist, im Zwickauer Deichstamm, wie groß ist die Gefahr, dass er hier eventuell brechen könnte? Ich sag mal, die Gefahr ist je nachdem nach der Wassermenge entscheidend. Und Wasser hat ja nur, sucht sich immer seine eigenen Wege, wie wir wissen. Kritische Bereiche haben wir, das haben wir auch in der Nacht gesehen, dass wir gerade hier im nördlichen Bereich bis zu 30 cm waren es gewesen, die dann knapp am Übertreten waren. Und im südlichen Bereich natürlich auch. Ne? Also die Gefahr, dass hier entsprechend eine Brechung bestimmter Ufer vorgenommen werden können oder beziehungsweise dass es passieren kann, wäre auf jeden Fall sehr, sehr denkbar. Wie sieht es mit Einsatz- und Hilfskräften aus vor allem? Brauchen Sie noch welche? Also ich sag mal so, es haben sich doch Freiwillige oder Bürger freiwillig gemeldet diesbezüglich. Es wäre natürlich auch schön, wenn noch mehr Bürger sich hier an diesen Initiativen auch ein bisschen beteiligen würden. Denn wenn man am Ende auch sieht, dass man auch die Schaulustigen, die wir auch im Hintergrund auf der Ortefennigebrücke bzw. jetzt also Glückaufbrücke sehen, wenn da jeder Zweite hier mit zupacken würde, wäre es mit Sicherheit auch für die Einsatzkräfte hier am Ort äußerst auch erleichternd. Denn viele sind schon seit den gestrigen Tag 7 Uhr hier auf der Beine und haben noch nicht immer ein Auge zugehabt. Und wir sehen ja auch am Ende, dass eine Entspannung der Situation noch nicht zu rechnen ist. In Wölwitz besteht eine Gefährdung im Bereich des 04-Bades infolge des Abrutschens von Teilen des Deiches. Deshalb werden neue Sandsäcke angebracht. Eine erste Entspannung der Lage zeichnet sich gegen 15 Uhr ab. Der Pegel ist auf 4,25 Meter gesunken und sinkt weiter. Bei vielen Einsatzkräften ist ein Aufatmen zu vernehmen. 19.25 Uhr wird die Wasserhöhe mit 3,93 Meter vermeldet. Tendenz sinken. Über Nacht sinkt der Pegel kontinuierlich weiter. 8.10 Uhr beträgt er noch 3,36 Meter. Aufgrund der Meldung stellt der Katastrophenstab seine Arbeit ein. Am Nachmittag wird ein Pegel von 2,10 Meter verkündet. Auf der Pressekonferenz der Stadt wird ein erstes Resümee gezogen. Ja, im Nachgang müssen wir feststellen, wir haben eine ganz kleine Chance gehabt, das Hochwasser an der Innenstadt vorbeizuleiten. Und diese kleine Chance ist genutzt worden durch viele, viele Helfer, durch viele, die Verantwortung tragen, Feuerwehren, technisches Hilfswerk, aber auch eine ganze Reihe Behörden, die aktiv mitgearbeitet haben. Ich kann mich an dieser Stelle nur bei allen bedanken, dass dieses Werk geleistet wurde, die Innenstadt von einer Hochwasserflut zu verschonen. Und das ging ja ganz, ganz haarscharf. Ich denke, es ist gut gewesen, den Katastrophenstab unter Leitung von Frau Dr. Findeis so zeitig zusammenzurufen, dass man vorbereitet ist für diese Situation. Und zum Zweiten ist es einfach zu danken den vielen Hunderten von Helfern und fleißigen Händen, die Sandsäcke abgefüllt haben, die Sandsäcke auf den Muldendamm gebracht haben und natürlich unseren Mitstreitern im Katastrophenstab, die in einer tollen Arbeit Tag und Nacht zusammengesessen und entsprechende Entscheidungen getroffen haben. Aber alles würde nicht gehen ohne Hinterland. Wir haben sämtliche freiwillige Feuerwehren integriert gehabt, die Berufsfeuerwehr ohnehin und viele Helfer von Grossen bis rauf nach Bockwar. Ich kann mich dafür nur ausdrücklich ganz herzlich bedanken. Damit ist der Kelch zumindest an der Innenstadt von Zwickau noch mal vorübergegangen. Das, was den Nordteil anlangt, in Grossen, dort ist die Situation ja nicht ganz so günstig gewesen. Grossen stand ja, wie Sie wissen, komplett unter Wasser. Und insofern bieten wir hier Hilfe an mit einem zusätzlichen Service über das Bürgertelefon, die 831058, oder bei sozialen Problemen durch die Evakuierung auch im Sozialamt eine extra geschaltete Telefonnummer, sodass wir auch hier diese Hilfe adäquat zukommen lassen wollen und haben auch ein Spendenkonto eingerichtet, wo wir einfach die Zwickauer bitten, die unberührt von Schäden sind, hier entsprechende Einzahlungen mit vorzunehmen, dass wir unbürokratische Hilfe denen leisten können, die doch durch das Hochwasser in Grossen oder auch in Bockwar oder auch in der Angerstraße oder Brückenplatz enorm in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Insgesamt waren über 300 Einsatzkräfte von Feuerwehren, technischem Hilfswerk und vielen freiwilligen Helfern im Einsatz. 60 Personen wurden während des Hochwassers evakuiert.
Personenschäden waren keine zu beklagen. Überflutete Keller und Schäden gibt es an Wohngebäuden sowie öffentlichen Einrichtungen. Der Schaden, den die Katastrophe gebracht hat, ist noch nicht eindeutig zu definieren. Inzwischen ist die gute alte Mulde fast wieder in ihr Flussbett zurückgekehrt. Was bleibt, sind Bilder und Eindrücke, die die Menschen zum Umdenken zwingen sollten. Gerade wie wichtig es ist, nicht jeden Flusslauf zu begradigen. Auch müssen sich weitere Überlegungen zur Klimaveränderung gemacht werden. Die Menschen der Stadt Zwickau sind mit einem blauen Auge davongekommen. Nicht auszudenken, wenn der Damm gebrochen wäre. Television Zwickau.